Ihr wollt wissen, was ich mir da wegklau? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen hier die Kollegen mit Zeug versorgen. Moment. Einmal durch. Genau. Einmal hier hoch. Du brauchst den richtigen Platz. Aber wo ist der? Also von der Position her mehr so da. Was da? Mal so. Ihr sagt doch nichts, ne? Ihr lacht euch kaputt, dass ich das so bescheuert hinsetze. Beim letzten Mal. Aber ihr sagt einfach nichts, ne? Das finde ich jetzt nicht nett von euch. Gott. So. Ich habe das nicht gesehen. Wahnsinn. Also, wie versprochen, machen wir heute die Computer fertig. Beziehungsweise die Sachen, die mit dem Quickwire Turbodraht zu tun haben. So. Dritten haben wir nicht. Turbodraht kommt von weiter oben. Und von da hinten irgendwie rum. Wir ziehen uns. Wie machen wir es denn? Also. In dem Fall würde ich gerne so rangehen und sagen. Lass es von da kommen? Ich lasse das von da kommen. Dann könnte ich den auch nochmal in die andere Richtung drehen. Ist ja auch egal. Also, ist nur merken, den möchte ich als erstes benutzen hier. So, hoch. Hier haben wir unseren Turbodraht. Der Turbodraht geht dahin. Und kann ich nochmal gucken. Da vorne ist irgendwo. Ja, sehr gut. Der Scheiß, der runtergeht. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wofür das war. Egal. Das heißt aber, ich kann das andere hier draufleiten. Ich muss nur noch mal gucken, welcher was war, aber das kriegen wir hin. Wir fangen jetzt an. Wir brauchen die 180 von dort. Und das Schlimme ist, der Rest, der da unten rauskommt, der muss da ganz hinten auf wird echt kompliziert. So. Wie machen wir das jetzt am sinnigsten? Also der wird einmal abgebaut und umgedreht. So. Ich traue dem Spaß nicht, deswegen... Wie machen wir das jetzt? Nee. Da packen wir noch einen drauf. Okay. Wir setzen jetzt hier einen Fusionator hin. Nein. Wir setzen uns da einen Fusionator hin, der in diese Richtung geht. Warum auch immer ich da den gemacht habe, ich hätte das auch einfach ausleiten können und direkt hier rein. Whatever. So, du musst hier hoch. Der anderen Seite von diesem Gedönse hier. Kommen wieder drei hin.
hoch. Doch. Nein. Nein. Ich's mal. So. Darüber. Und jetzt hätte ich dich gerne hier raus. Und darunter. Knapp am Bahnhof. Was habe ich gesagt? Wie lege ich dich am besten? Das sind ja nur 180 hier. Die Frage wäre, ob es nicht besser wäre, wenn ich das so ummodelliere, dass ich da nur die 168 rauskriege, die ich brauche. Das würde es, glaube ich, etwas einfacher machen. Ich glaube, das mache ich auch. Nee, wir müssen erstmal den Kollegen Lift hier rauskriegen. In die Richtung gehen lassen. Dann ziehen wir uns das hier raus. Bis wohin hätten wir denn gerne? Hier ist eigentlich eine ganz gute Stelle. Zack. Zack. So. Okay, das ist das. Und ich hätte mal das, ich bastel das jetzt so um. Du hier vorne. Du machst 90. Ich brauche 12 weniger, also 78. 78. Das heißt, bei dir hier vorne fehlen mir 12. Ja, halt auch 77. Ja. Sehr gut. Brauche ich mich da nicht drum kümmern, dass von den Computern auch noch irgendwas wieder zurückgeht. Sehr schön. So. Jetzt schnappen wir uns hier diese 720. Können Sie nach unten. Hier nach unten. Was führen wir denn da lang? Kupfer führen wir da lang. Kein Problem, können wir einfach tiefer hängen. Jetzt muss ich noch gucken. Was ist hier was?
warum sehe ich das jetzt, dass der hier so richtig schön schief läuft? Ja, das ist Pille-Palle, braucht man eigentlich nicht, aber egal. So. Das ist jetzt die wichtige Frage, wo gehen die Turbodrähte rein? Turbodrähte gehen unten rein, das heißt, der erste von den beiden ist es. Okay, das wollte ich nur wissen. Ui, Schwein gehabt. Der erste von den beiden ist es, also dieser dort. Sag mal, die Seite, danke. So, du wiederum? Sag mal, so hätten wir dich gerne. Eins. Das klappt. Von hier da hoch und dann auch noch winklig. Perfekt. So, jetzt haben wir darauf natürlich zu viel, weil wir haben die 720, die von da kommen, plus die warte mal, ich hatte mal 57, ne? 55, dann sind das 77. Gems? Genau, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Das heißt, in dem Moment, wo sich das hier zurückstaut, macht das Sinn. Natürlich, das staut sich hier schneller zurück, weil da kommen die Sachen so zusammen, dass... Ja. Ich brauche einen intelligenten Splitter. Der kommt direkt hier neben. Ich habe nur noch keine Ahnung, was er genau macht. Der lässt nach links... Links ist auch richtig. Also geradeaus geht beliebig, ist mir egal, aber der Überschuss geht nach links weg. So, das bedeutet, dass ich hoffe, dass dieses Ding hier jetzt auch wirklich da hinten hinläuft. Das ist der, der geht hier runter. Der hier auf dieser Höhe ist.
auf dieser Höhe ist. Müsste direkt da reingehen, ne? Ja, sehr gut. Wenn ich jetzt hingehe, quasi einen mache, hier geht, wenn da der hier drauf geht, geht das auf dem oberen. Oh, auf dem oberen ist natürlich wunderschön, ne? Weil, wie viel geht denn da jetzt weg? Komm ich da dran? Nein. So, da gehen weg 75 pro Minute. Easy. Dann nehme ich nämlich diesen hier und sage direkt an der Stelle Fusionator. Das hätte ich gerne möglichst mittig mit dem hier, dann habe ich einen Punkt, wo ich es anschließen kann. So, danke. Wunderbar. Wir packen das also dahin. Und du gehst jetzt gar nicht mal hoch. Okay. Gehst einfach mit dem schön sauber hier vorne an die Decke. Schön. Jetzt muss ich nur gucken. Da kommt das runter. Welche Höhe ist das? Die Höhe direkt hier drüber. Ah, es ist genau... Oh, das kann man ja sogar noch gut finden, weil das ist genau diese Kante hier. Oh, ich liebe sowas. Da. Diese Kante hier. Und ich habe dich so gesetzt. Oh. Oh. Damit komme ich klar. Wenn das jetzt ein bisschen schief ist, ist mir das vollkommen shit egal. So, du gehst da runter. Du kommst da raus. Nein. Ja, all ruhig, ist mir egal. Funktioniert das? Bis wohin kommen wir? Oh, genau bis hier. Dann machen wir es da. Bist du da dran? Ich jetzt. Echt jetzt? Macht nichts. So, dahin. Da dran. Habe ich damit das Thema Quickwire, also Turbodraht, abgeschlossen? Es geht durch die Assembler. Der Rest, der da überbleibt, wird auf das eine Band gepackt. Da kommen 720 hinzu. Und was dann zu viel ist, geht über den zweiten. Das wird hier mit reingepackt, geht da rein. Die 168 gehen in den anderen Weg. Ich habe dort 12 abgezogen, habe die an der anderen Stelle draufgerechnet. Perfekt. Das heißt, hier habe ich den nächsten Spaß drin. Wie wunderbar. Mal hin. Ja, muss ich jetzt einmal gucken, ob ich daraus nicht ein Thumbnail machen kann. Schnell. Ich freue mich schon auf die Wasserfolge. Die wird anders kacken. Wisst ihr was? Unsere schöne Kreuzung hier. Die wird Thumbnail. Untere Linie. Da kann oben schön viel Text hin. Was auch immer dann da stehen wird. Weil das habe ich echt noch nicht. Ey, wunderbar. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir haben heute Mittwoch, oder? Ich bin total verwirrt. So, und wir haben noch ein paar Minuten. Was machen wir denn jetzt? Erstens mal. Ich
könnte jetzt eigentlich, oder haben wir das auch schon drin? Das läuft da lang. Das hier müsste doch Silikat sein, oder? Schwarzsand, ja. Okay. Geht da durch, geht da lang. Geht da runter und ist dementsprechend auch schon direkt drin. Weil habe ich unten bestimmt angeschlossen. Muss ich mal eben gucken gehen? Aber sowas von. Ich hoffe, ich habe das Richtige erwischt. Welche ist denn jetzt der Quarzsand? Das könnte nochmal gefährlich werden. Das geht. Ups. Okay, das ist der Quarzsand. Sehr gut. Dann passt das auch weiterhin. Gibt es nur noch eine Zutat, die damit rein muss? Und die müsste Uran sein und damit vollkommen egal, weil haben wir auch schon angeschlossen. Das heißt, der Spaß läuft schon. Wenn ich die Züge jetzt fahren lassen würde und hier die ganze Zeit mit dem komischen Anzug rumrenne, den ich anhabe, aber habe ich den Filter dabei? Ich das jetzt machen würde, weil ich habe Jodfilter, aber das wird mir zu viel. Das wird zu lange, zu viel bringen. Oder zu schlimm werden, wenn hier die ganze Zeit auch noch Uran hängt. Lassen wir. Okay, damit hätten wir aber den Teil, die Dinger sind dann quasi gefüllt. Wir haben Silikat da drin. Wir können was von der Liste streichen. Jetzt noch die nächste Liste hier hätte. Mal eben hier. Wo sind wir denn dann? Wir könnten uns darum kümmern, dass die Computer fertig werden. Ja. Das ist eine gute Idee. Dann fangen wir dort an. Quickfire haben wir drin. Wir brauchen jetzt Circuit Boards. Wo werden Circuit Boards hergestellt? Hier nicht. Ich meine, die Circuit Boards hätten wir hier auch nicht. Wir auch wieder da oben. Wir müssen da hin. Boink. Wart ihr die Platinen? Nein, ihr wart Statoren. Du warst Platinen. Nein, du warst auch Statoren. Du warst Platinen. Nein, du machst Stäbe. Dann warst du Platinen. Sheets? Copper Sheets und Silica. Warte mal, wenn ich Silica dafür brauche, habe ich das in der Etage hier drunter. Das waren nämlich die hier, ne? Ihr wart die Platinen. Ihr wart die Platinen. Die waren... Ja, überschreibt es. Wunderbar. Und das muss... Zack, da rein. Das heißt, von da hoch, darüber, rein. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Du bist die Nummer 2 hier. Zack. Ich hätte mir gerne so angeschlossen. Was läuft eigentlich hier drüber? Petrolkoks, genau. Wir brauchen auch noch Gummi. Aber Gummi geht da hinten runter. Das können wir dann vielleicht ohne den machen. So.
gucken wir mal eben. Müsst da mal hoch. Egal, machen wir anders. Wir ziehen dich hier hin. Sagen dann davor, das ist praktischerweise genau in dieser Ecke. Wunderbar. Ja, so komme ich nicht hoch. Es sah gerade aus, als wären die beiden Rohre ineinander. So knapp. Hier muss ein bisschen mehr, dann müssen vier sein, dann schon zwei. Eins, zwei, drei, vier. Oder muss es nur drei sein? Das werden wir jetzt herausfinden. Das ist gut. Ja, es geht ein bisschen schief. Aber in dem Fall passt das. So, dann gehst du nämlich darüber. Hier voranstoßen oder? Nee, bitte passt so. Das heißt, das geht darüber, geht da rein. Zweite Teil der Computer angeschlossen. Perfekt. Ja, nächste Folge kümmern wir uns ums Gummi für die Computer. Und dann schauen wir weiter, wie wir von da aus vorankommen. Weil ne, Radio Control Units stehen noch an, Kristalloszillatoren, das haben wir alles hier. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Und Kristalloszillatoren brauchen die AI-Lame. Wir bleiben ein bisschen in dieser Area hier von dem Ganzen und bauen uns das zusammen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit... Macht es gut, Käffchen.